Hallo und herzlich willkommen. Es ist Freitag. Kurz bevor das Wochenende losgeht, wollen wir uns nochmal zusammensetzen und ganz entspannt ein bisschen locker, ein erfrischend lockeres Spiel spielen, das uns langsam, aber sicher Synapse für Synapse den Verstand raubt und jedes Mal ein klein bisschen mehr in unserem Gehirn herumstochert, wenn wir mal wieder stundenlang nicht weiterkommen. Es nennt sich Baba Is You und ist gleichzeitig das süßeste und herbste Spiel, das diese Videospielgesellschaft zu bieten hat. Wir stürzen uns gleich rein, mal gucken, wie es heute laufen wird. Letzte Woche haben wir nicht, also wahnsinnig viel geschafft, aber vielleicht schaffen wir es dieses Mal ja wieder mehr. Wichtig ist mir, ich will weiterkommen. Mir ist gar nicht so wichtig, wie schnell oder wie toll oder wie klug oder wie super. Ich will einfach nur weiterkommen. Wenn ich am Ende dieses Let's Plays ein Stückchen weiter bin, als ich heute Morgen war, dann bin ich völlig zufrieden. Wir wollen keine Zeit verlieren, es geht los. Hier ist Baba Is You. Los geht's. Okay. So, hier sehen wir Baba Is You erneut. Wer dieses Spiel noch nicht kennt, es wird sehr schwierig, denn es ist so einfach wie komplex. Und man muss kleine Rätsel lösen. Darum geht's im Grunde. So, wo sind wir jetzt hier? Ah ja, hier bin ich ja. So, Level 5. But where's the key? Hatten wir beim letzten Mal. Jetzt geht's weiter mit Love is out there. Großartig. Die Titel geben einem schon einen kleinen Hinweis darauf. So, wie funktioniert Baba Is You? Wir steuern den Kleinen hier und können Sachen durch die Gegend schieben. Und die Idee ist, dass wir diese Sätze hier durch die Gegend schieben können, die Eigenschaften der Elemente um uns herum verändern können. Jetzt haben wir hier zum Beispiel verschiedene Sätze, die momentan aktiv sind. Box is weak. Das bedeutet, wenn ich eine Box gegen irgendetwas dagegen schiebe, dann geht sie automatisch kaputt. Und Box is push. Und neuer Begriff, has haben wir. Und has bedeutet folgendes. Wenn ich habe x has y, dann bedeutet das, dass wenn x kaputt geht, an der Stelle ein y entsteht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Box has key schreibe und die Box kaputt mache, dann entsteht dort ein key. So. Love is win. Das heißt, Spiel des Levels ist es auch, zu diesem Herz hier zu kommen. Und Door is shut und Door is stop, Wall is stop und Key is open. Das heißt, wenn wir den Key gegen die Tür schieben, dann geht die Tür kaputt. Alles klar. Also, Ziel ist es, irgendwie durch beide Türen durchzukommen. Das ist ja schon klar. Okay, alles klar. Jetzt, naheliegende Idee ist natürlich, wir schreiben Box has key. Zerstören die Box und haben dann einen Key. Aber dann haben wir nur einen Key. So, das ist jetzt, oft sind die Level ähnlich aufgebaut. Ein Problem, erstens, Problem wird präsentiert. Zweitens, eine offensichtliche Lösung wird präsentiert. Drittens, diese öffentliche Lösung, dem fehlt was oder erzeugt ein weiteres Problem. Viertens, das eigentliche Problem ist, das, was die offensichtliche Lösung zur richtigen Lösung macht, muss gefunden werden. So, jetzt ist das Problem. Unser Box has key erzeugt uns nur einen Key. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, aus einer Box mehrere Keys zu erzeugen. Okay, wie machen wir das? Was wir zum Beispiel machen könnten, ist, wir könnten machen Box has box. Dann immer, wenn eine Box kaputt geht, entsteht eine neue Box. Erhöht die Gesamtzahl der Boxen aber auch nicht. Wir brauchen ja mehr als eine Box. Okay, was haben wir noch? Wir haben Box is push. Okay, das ist natürlich wichtig. Und wir haben ein and. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel schreiben Box has key and box. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sowas schreiben. Box has key and box. Ja, dann müsste ja Folgendes passieren. Immer wenn die Box kaputt geht, entsteht sowohl ein Schlüssel als auch eine Box. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was jetzt passiert, wenn man das kaputt macht. Aha. Oh. Warte mal, jedes Mal, wenn ich mich jetzt bewege... Warte, was passiert gerade?
Ah, okay. Box is weak. Das bedeutet, immer wenn auf Box was anderes ist, geht sie kaputt. Und momentan ist in jedem Frame, geht die Box neu kaputt und erzeugt einen neuen Schlüssel und eine neue Box. Was ist, wenn ich das jetzt schiebe? Ah, okay. Ah, okay. So haben wir schon mal mehr. So können wir schon mal mehrere Schlüssel erzeugen. Aha. Okay. Jetzt, was ist, wenn wir die Box jetzt nicht da gegen die Wand schieben? Müssen wir unsere alten Fehler nochmal wiederholen und dieses ganze verwirrte Rumgerenne nochmal uns angucken. Was ist, wenn wir jetzt die Box nicht hier gegen die Wand schieben, sondern gegen die Tür schieben? Was passiert dann? Ah, okay. Key hat nicht Push. Warte, wenn wir jetzt Key ist Push machen. Oh, geht. Geht. Yes! Boah, ich habe unendlich viele Schlüssel. Leute, ich habe unendlich viele Schlüssel. Guckt euch das an, Mann. Warte, heißt es nicht Love is Win? Ich glaube, ich habe es schon geschafft. Okay, geil. Leute, es läuft. Es läuft. Ich bin halt gut drauf. Heute bin ich gut drauf. Habe ich verstanden. Ah, wir sind schon fertig mit dem Level, oder was? Moment. Okay, wir können jetzt weiter. Ich habe ja gesagt, wir wollen erstmal... Oh, aber das sind Bonus-Level, die sind krass. Ich glaube, wir gehen erstmal weiter zum nächsten. Das war jetzt drittens Temple Ruins. Fünftens Deep Forest. Rocket Trip. Aber wir wollen ja, wie gesagt, der Zahlenstrang ist uns heilig, haben wir ja schon gesagt. Von drei Temple Ruins gehen wir zu 4 Forest of Fall. Alles klar, weiter geht's. Forest of Fall. Nee, warte mal, Kreis ist Map oder was? Was ist denn das denn hier? A Way Out? Level Finale? What the f... Shift? Ey, das ist zu krass, glaube ich. Warte mal, wir machen erstmal bei dem Herbstding weiter. Das ist, glaube ich, zu hart. Wenn hier irgendwas mit Finale steht, ist mir das zu krass. Lass uns jetzt mal die Herbststimmung genießen gerade. Wir gehen einfach Forest of Fall. Wir machen weiter. War eins, hopp. Okay, alles klar. Hopp, okay, hopp. Okay, wir haben einen neuen Befehl, Tele. Love is Tele. Ah, okay, wir haben einen Teleporter, alles klar. Okay, also, das ist schon mal cool. Okay, wir haben einen Teleporter. Weiter geht's. Water is defeat. Okay, flag is win. Mhm, hier ist die Flagge. Love is Tele, ja. Baba is you. Fence is stop. Okay, fence. Und space is wait. Okay, also. Was ist jetzt die Idee? Okay. Water is defeat. Okay. Also, wir gucken erstmal, ob wir damit auch Sachen teleportieren können. Ah, jetzt haben wir wieder so diese Sache, dass das jetzt jede Aktion aktiviert wird. Okay. Also, immer wenn... Also dieses Space-Wait-Ding, so dieses Spiel, was passiert in Runden, so wie ich das verstanden habe. Und eine neue Runde ist immer, wenn sich Baba ein Feld bewegt oder wenn ich Space drücke. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Push hier drauf mache, dann bewegt er sich. Und immer wenn Baba sich bewegt, bewegt er sich auch nochmal. Dann ist eine neue Runde sozusagen. Oder ich drücke die Space-Taste, dann wird es auch aktiviert. Okay. So, das heißt, ich schieb ihn jetzt mal weg. Push, okay, ich kann damit Sachen bewegen.
So, jetzt müssen wir an die Flagge kommen. Okay, Flag is win. Okay, push. Okay. Hilft nichts. Ah, wir müssen wahrscheinlich, warte mal. Was ist denn mit Push ist Tele? Das bringt gar nichts. Das ist sogar gar nicht mehr aktiviert. Ah ja, klar, weil es ja zwei Begriffe sind. Leute, die Grundlagen. Es braucht immer so eine halbe Stunde, bis die Grundlagen zurückgekommen sind. Okay. Push ist Tele. Love ist Tele. Das heißt, wenn wir jetzt Love bewegen können. Also wenn wir jetzt es schaffen, zum Beispiel das Herz auf die Flagge zu schieben. Aha, warte mal. Können wir... Ach nee. Aha. Und je, ah nee, jetzt kriegen wir es nicht mehr zurück. Weil wenn ich das Herz auf die Flagge schiebe und dann Love is Tele aktiviere, wird die Flagge ja hierhin teleportiert. Und ja, das hilft mir jetzt auch nicht so mega viel, aber warte mal, solange Love is Push, muss ja aktiv bleiben, ne? Das heißt, wenn ich das hier rüberschiebe, geht nicht. Love is Push, Tele is Love. Aber was ist denn, wenn wir jetzt Love is Tele aktivieren? Teleportiert er dann das Wasser weg? Ah, der hat... Warte mal. Warte, jetzt kann ich durch. Ah, nee, jetzt muss ich genau das Timing abpassen, dass er da ist. Nee, das war es genau falsch, Timing. Oh, jetzt bin ich weg. Oh. Warte mal. Doch, das geht. Yes! Okay, Alter, Tele ist mein Begriff, Alter. Tele ist mein Begriff. Grand Stream, okay, los geht's. Läuft heute gut. What the? Oh. Okay, ganz kurz. Keke ist Move. Ki ist Pull. Okay, wir haben jetzt einen Pull. Key is open, box is shut. Box has flag. Flag is win. Key is open. Key is... Okay, was genau bedeutet... Wer bin ich denn eigentlich? Baba is you. Baba is you, wall is stop, water is defeat. Okay, wie funktioniert... Pull. Ah, okay, ich kann es immer in die... horizontale oder vertikale Richtung ziehen, was Pull hat. Aber nicht diagonal. Mit einem Diagonalschritt kann ich die Verbindung wieder auflösen. Okay, cool. So. Wo müssen wir überhaupt hin? Flag is win. Und wo ist die Flagge? Box has flag. Und Box is shut. Okay. Also wir müssen den Schlüssel auf die Box schaffen. Dann wird die Box zerstört, die Flagge entsteht und wir können gewinnen. Okay, pass auf. Wer ist er jetzt hier? Keke ist Keke. Alles klar, gut zu wissen. Immer wichtig nochmal vorzustellen. Also, okay. Keke ist Keke und Keke ist Move. Also auch hier wieder, wir können mit Leertaste ihn bewegen. Oder immer, wenn Baba sich bewegt. Okay. So. Also, was ist denn so schwer daran, den Schlüssel darüber zu bringen? Können wir den nicht einfach rüberziehen? Ah, nee, hier, spätestens hier scheitern wir. Ah, den kann man dann gar nicht bewegen. Oh, okay, den kann man, da kann man weder drüber laufen. Okay, jetzt bin ich in der Sackgasse. Okay, das funktioniert so nicht. Verwirrte rumlaufen.
Okay, alles klar. Das war die offensichtliche Lösung. Ah, die klappt nicht. Jetzt müssen wir es anders probieren. Key ist Pull. Wir haben gar keinen Push. Okay, langsam verstehe ich es. Wir können den Key nur mit Pull bewegen, so wie es aussieht, weil wir keinen Push in dem Level haben. Key ist Pull. Wir schalten aber hier in der Ecke. Was machen wir mit Keke? So, das Problem ist, Keke ist weder Push noch Pull. Vielleicht können wir Keke ist Pull geben. Ah nee, es geht nicht. Ah nee, warte, es geht gar nicht. Warte mal. Können wir Keke ist Pull machen? Nee, ne, das geht gar nicht. Ja, doch, wir können das Keke. Auch das ist nehmen. Keke ist Pull. So. Und jetzt kann ich Keke anders ausrichten, sodass der auch über den Fluss kommt, zum Beispiel. Was genau das bringen soll, weiß ich noch nicht genau. Das ist erstmal Schritt 2. Naja, eigentlich sollte es nicht Schritt 2 sein. Eigentlich sollte es Schritt 1 sein. Keke is move. So, jetzt kann ich Keke bewegen. Wir schauen mal, was passiert. Ja, 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 ja. Die Frage ist, betrifft Pull nur mich oder betrifft Pull auch Keke? Kann ich jetzt Keke is, nee, Key is Pull wieder aktivieren? Ja, jetzt habe ich mir wieder hier eine Sackgasse manövriert, ey. Pull Key is, mein Gott, ist halt ein bisschen unsaubere Grammatik, aber ist, jetzt stellt euch mal nicht so an. Ihr versteht doch, was ich meine. Jetzt, das ist doch klar, Pull Key is, ja. Scheiße, warte, wir fangen nochmal neu an. Wir schieben das mal ganz nach links, damit wir das auf jeden Fall aufbewahren. Und jetzt schieben wir das mal hoch vielleicht, dann ist es ein bisschen flexibler. So, Keke ist Pull. Weil wenn wir dann, naja gut, vielleicht stimmt unsere Grundannahme nicht. Ah ja, Keke, jetzt können wir ihn in die richtige Richtung lenken. Und jetzt wieder Keke is move. Wieder zurück. Keke is move. So, dass wir... Ja, wir können Keke bewegen, wunderbar. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt Key is pull aktivieren, ob das für Keke gilt oder nicht. Ja! Ja! Sehr gut! Okay, wir haben den Key, wir haben den Schlüssel. Jetzt muss ich das schnell beenden. Warte. Ah, Key ist Pull, jetzt kann ich den bewegen. Warte, das brauchen wir gerade nicht. Jetzt darf ich es nicht versauen. Nein! Warte, denk nach, denk noch, doch, doch, so geht's. So geht's. Jetzt! Ja, läuft's doch, geht doch! Ey, Herbst ist meine Jahreszeit, Leute, ich liebe Herbst. Ich liebe Herbst. Ey, hier rushen wir heute durch, ey, ohne Probleme. Rocky Road! Count me home to the Virginia. I rode. Love is push, love is tele. Okay, 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 okay. Okay, wir haben wieder love. Okay, verstehe. Wir haben love is tele, aber love is push. Solange love is push ist, kann ich nicht auf love gehen. Also lösen wir love is push mal auf. Ich teleportiere mich hin und her. Zip, 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 zip. So,
Sip, 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 sip. Okay, okay. So, jetzt Flag is win. Hier ist die Flagge. Water is melt and defeat. Love is hot. Love is hot. Baba is you, Rock is defeat, Flag is win. Also müssen wir die Liebe in das Wasser werfen, damit die Liebe das Wasser schmilzt, zerstört und der Weg zur Flagge freigegeben ist. Ist ja eigentlich kein Problem. Aber wir können Liebe nicht bewegen und wenn wir Liebe bewegen, können wir nicht teleportieren. Alles klar, da wir haben einen das Paradox gefunden, um das es geht. Ich liebe Paradoxe. Love is push, love is tele. Okay. Mhm. So, jetzt ist die Frage, ob wir nicht den gesamten Begriff Love is push auf die rechte Seite teleportieren können, um uns auf die Seite zu teleportieren, dort den Begriff zusammenbauen und dann hier reinschieben. Das können wir mal probieren. Push kriegen wir rüber. Zip, überhaupt kein Problem. Zap, zip, zop. Okay. Is sollte auch machbar sein. Aha, okay, wir können Love nicht bewegen, weil sonst Love is Tele aufgelöst wird. Also können wir nicht gleichzeitig Love bewegen. Ja, warte mal. Ja, wenn wir es gleichzeitig machen? Nee, das wird ja dann genau aufgelöst. Okay, also wir können alles rüber teleportieren außer Love. Warte mal. Love is push. Love is Tele, Love is push. Okay, müssen wir... Gibt es eine andere Möglichkeit, als hier ein Herz zu haben? Water is melt and defeat. Also hier stirbt man, ne? Kein Problem. Love is hot. Ja, water is melt, wall is stop. Rock is defeat. Hier gibt es kein Durchkommen. Flag is win. Love is hot. Baba is you. Das ist alles unveränderlich. Okay, also wir müssen diesen Satz, Love is push, irgendwie auf die Seite kriegen. Oder wir schieben, aber wir können, gibt es eine Konstellation von Sätzen, mit dem wir das Wort Love teleportieren können? Weil damit man teleportiert, muss ja Love is Tele. Naja, vielleicht wenn... Warte mal. Oh, das war jetzt falsch. Warte mal, wie ist es denn, wenn wir es andersrum machen? Wenn wir das so schreiben. Love is Tele. Und dann versuchen wir es in da... Das müsste doch gehen. Ja? Aber jetzt können wir uns nicht mehr teleportieren. Aber doch, nee, wir können es... Ah, jetzt können wir es auch nicht wieder zurückholen, weil der Satz aufgelöst ist. Jetzt sind wir ein bisschen aufgeschmissen, habe ich das Gefühl. Okay, aber so würde es potenziell gehen. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Was ist, wenn wir... Den Satz sozusagen über beide Hälften bilden. Weil wenn wir zum Beispiel dieses Is mal losgelöst rüberschicken, so mal vorschicken, dann kann das ja auch hier stehen. Ah nee, aber... Ja, okay, das geht.
Es ist jetzt nicht so massiv hilfreich, aber es ist möglich. Ach, versteht ihr, wenn hier Tele steht, aber dann kann es nur in eine Richtung teleportieren und nie wieder zurück. Eigentlich müsste auf beiden Seiten Tele stehen können, aber das geht nicht, wir haben nur ein Tele. Aber wenn wir den Begriff, so wie er hier ist, auf die rechte Seite bringen können, aber es geht nicht. Können wir den Begriff... Können wir Love nicht rüberschicken? Also, was haben wir bis jetzt gelernt? Wir können Love nicht rüberschicken, ohne dass wir selber zurückbleiben. Können wir... Was ist, wenn wir Tele rüberschicken? Warte mal. Dann geht auch gar nichts mehr. Das ist halt so diese Fernbeziehung, ey, das klappt halt nicht. So, das ist diese Fernliebe, das klappt nicht, einfach nicht. Dieses Hin und Her und dann, oh, da hat die eine das und die hat das und dann kommt man nicht zusammen. Das ist halt nix. Warte mal. Okay. Damit wir diesen Level besiegen können, muss ich auf der rechten Seite sein und Love is Push muss aktiviert sein. Wir können aber nicht den ganzen Satz Love is Push rüberschicken, weil wir es sonst auflösen. Was ist, wenn wir denn nur Is Push rüberschicken? Oh, Alter, das werde ich so schnell nicht lernen, wie genau die Abfolge ist, dass man es dann auf der anderen Seite wieder rausholt. Runter, hoch. Okay. So, jetzt geht das Push rüber. Nee. Warte mal. Ganz verstanden habe ich das mit diesen Runden noch nicht, weil wenn ich jetzt nach rechts drücke, dann wird ja in derselben Runde... Ich glaube, die Bewegung von Baba hat eine höhere Priorität als die Aktivität von allen anderen Elementen, weil wenn ich jetzt Baba rechts bewege, kommt eine neue Runde und das Push müsste sich bewegen. Aber ich schieb's weg, bevor es sich bewegen kann. Ne? Deswegen ist Push drüben. Also scheint die Bewegung von Baba immer als allererstes ausgeführt zu werden, bevor alle anderen Elemente funktionieren. Okay, aber das ist jetzt, glaube ich, vielleicht gar nicht so relevant. Vielleicht wird's noch relevant. Ich krieg's gerade nicht hin, dass ich auf die andere Seite gehe. Warum kriegt es nicht hin? Warte mal. So geht's. Okay. Jetzt, wenn wir dieses Is-Push jetzt auf dieser Seite bauen und jetzt zum Beispiel können wir dieses Love verwenden. Nee, weil wenn das Love einmal teleportiert wurde, kommt's nie wieder zurück. Nee, das geht nicht. Das hilft mir nichts. Das bringt nichts. So, und jetzt muss ich rein, bevor der... Ah, jetzt kann ich's pushen. Nee. Das bringt überhaupt nichts. Oh, ich kann's... Kann ich's hier durchpushen? Leute.
unabhängig davon, dass es nichts bringen würde. Aber kann ich was durch die... durchschieben? Warte mal, wenn Love is Tele aktiv bleibt und ich es durchschicke... Jetzt habe ich es mir wieder verdödelt mit dem Scheiß-Is auf der Seite. Wenn ich hier so eine... Ich mache wieder die alte Wursttaktik. Ich mache eine möglichst lange Wurst und drück's einfach so tief rein. Jetzt brauche ich Pull! Jetzt zieh's raus, Mensch! Das bringt nichts. Wir können jetzt halt Tele auflösen, wenn wir Bock haben, aber das hilft halt nix. Okay, analytisches Denken. Wir müssen analytisch problemlösend denken. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass gewonnen haben wir, wenn wir auf der rechten Seite der Felsen sind und Love is Push gilt. Dann haben wir gewonnen. Aber wie geht das? Wie geht das? Warte mal, wie lange haben wir denn eigentlich? Okay, wir haben noch ein bisschen. 18.30 Uhr, ne? Ich glaube, wir haben heute schon tatsächlich gut, wir haben heute schon gut Fortschritt gemacht. Ich darf hier scheitern. Ja. Ich mache jetzt mal nicht so Bullshit, man von wegen, ich drück die durch die Steine durch. Nee, das Spiel, es war immer so, dass es eigentlich so gelöst wurde, wie man eigentlich den einfachen Ansatz gewählt hat und nicht irgendwie versucht, das Spiel irgendwie auszutricksen. Das klappt nicht, das hat noch nie funktioniert. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass Love is Push aktiviert ist, während ist Tele aktiviert. Nee, ist Tele muss gar nicht aktiviert sein. Aber wir haben ja zweimal Is. Vielleicht kann ich denn beide Herzen auf eine Seite bringen eigentlich? Ist das also jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt super hilfreich ist, aber wenn ich jetzt sowas zum Beispiel mache, nee, das bringt nichts. Weil so lang, ach ja, genau, jetzt muss ich das auflösen. Ah nee, das bringt nichts. Wir machen es ganz systematisch. Love zu teleportieren funktioniert nicht. Tele zu teleportieren funktioniert nicht. Also müssen wir eigentlich Push teleportieren. Das habe ich auch schon ausprobiert. Love is Push. Wenn hier jetzt Love stehen würde, aber wir können Love nicht hin und her schicken, weil dadurch Love is Tele aufgebrochen wird. Und Love muss mit Tele verbunden sein. Das ist ja schrecklich, ey. Das ist ja furchtbar. Love is Push. Was ist denn, wenn wir...
Also ich glaube, wir müssen den Begriff Push teleportieren. Weil Push ist der einzige Begriff, den wir teleportieren können, ohne das Konstrukt aufzulösen. Wir müssen Push teleportieren. Was ist denn, wenn wir Love is Nee, das bringt nichts. Love is push. Wir müssen, wenn wir push. Warte mal, was ist denn, wenn wir machen Love? Ah nee, warte mal. Wir machen Love is push und schieben's an die Stelle hier. Und was auch immer hier steht, gilt für Love is. Aber jetzt, kann ich jetzt, wenn jetzt Love is push, dann kann ich es doch schieben, oder nicht? Warte mal. Warte mal, ich kann schieben. What? Yes! Alter, Tele ist mein fucking Wort, Mann! Tele ist mein Wort! Okay, weiter geht's. Alter, wir machen heute den ganzen fucking... Wir machen heute den ganzen fucking Herbst leer. Oh, Text ist Float. Float habe ich überhaupt nicht verstanden. Oh, Float habe ich gar nicht verstanden, Mann. Okay, come on. Gehirn warm. Okay, weiter geht's. Baba is you. Eis ist Tele. Okay. Ruhig. Was ist Eis? Das hier ist Eis. Eis ist Tele. Flag is Wind. Baba is you? Ah, okay, wir haben Doppel-Baba. Alles klar. Tree is Stop. Text is Float. Key is Open. Door is Shut and Stop. Hier ist Door. Key is Push. Okay, Text ist Float. Das heißt, wir können Text aber schieben. Ne? Text kann man immer schieben. Eis ist Tele. Lass uns das mal verbinden und dann jetzt mal Baba holen. Okay, Key ist Push. Oh, sorry. Key ist Push. Tree ist Stop. Aha, also der Schlüssel muss hier rein. So. Der Schlüssel muss von hier zu hier. Flag is win. Wall is stop. Wenn der Schlüssel hier reinkommt, haben wir gewonnen. Eis ist Tele. Ja, was ist... Es wirkt jetzt erstmal nicht so schwierig. Okay, ich glaube, ich weiß. Eis ist hier und hier, aber Baba ist hier und hier. Das heißt, wir müssen Baba ist Tele machen, um dann mit dem hier den Schlüssel hierher zu teleportieren. Aber können wir Baba ist you
was passiert, wenn Baba is you und Tele? Warte mal. Ja, jetzt... What? Warte mal, stopp. Ruhig. Habe ich jetzt gerade durch Zufall die Lösung richtig gemacht? Ich glaube, ich habe wirklich durch Zufall die Lösung gemacht. Nee, warte. Oh, wenn ich jetzt... Oh, wenn ich schiebe, dann bin ich weg. Warte mal. Warte, wir müssen Eis ist. Oh. Ich kann ja wiederkommen. What? Warte. Okay, Sekunde. Wir müssen das jetzt alles rekonstruieren. So, warte. Okay, Baba muss jetzt einfach nur nach oben. Geht nicht. Warte. Warte! Jetzt hab ich's falsch rückgängig gemacht! Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich's geschafft habe. Warte, jetzt, das kriegen wir hin. Oh, ich bin dumm! Doch, warte mal, das ist ja kein Problem. Wir können ja Baba mehr Abstand zwischen mir und zwischen den beiden Babas generieren. Das ist ja kein Problem. Song! Warte mal. Ah! Das ist halt anstrengend. Warte mal, Eis ist Tele. Okay. Song? Haben wir! What? Ich bin völlig zufällig auf. Ich habe die Lösung wirklich zufällig. Ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte. Ich bin zufällig draufgelaufen und habe mit mir selber den Eisblock kopiert. Egal. Hey Leute, ich habe es geschafft. Da war eine ordentliche Portion Glück dabei. Komm mal, läuft's! Okay. Foliage? Foliage? Also Blätter, Leaves. Foliage ist Stop. Ah, gibt einen Unterschied zwischen Leaf und Foliage, alles klar. Leaf ist der Defeat. Ghost ist Tele. Baba is you, Alter. Ich liebe Tele, Alter. Baba is you, Ghost is Tele. Push, win, love. Okay, alles klar. Also Gewinnbedingung ist Love is Win, wie ich das hier sehe, ne? Nehme ich mal an. Ghost is Tele. Okay, dann können wir von einem Ghost zum anderen springen. Okay, überhaupt kein Problem. Zip. Was hilft uns das jetzt? Ghost is Push ist potenziell machbar. Leaf is defeat. Also Tele als Begriff gibt ja nur bei Dingen Sinn, die man zweimal hat. Wenn ich jetzt Leaf is Tele mache, bringt das ja nichts.
Also, ich glaube, wenn ich einen Geist muss ich hier rausschicken, um das Herz rein zu teleportieren. Aber wie mache ich das? Ghost is Tele. Ich könnte machen, Ghost is You. Komm dann aber nicht durch Foliage, sondern mit Leaf. Wenn ich mache, Leaf is You und hau hier einfach ab, kriege ich Leaf is You irgendwie hin? Nee. Aber warte mal, angenommen, wir machen jetzt wieder so eine... Ah, wir haben nur ein Is. Wir können Baba Is gar nicht verschieben. Kriegen wir Leaf Is You hin? Nee, ne? Is You ist immer horizontal. Wir können es nicht bewegen. Is You ist immer horizontal. Naja, das stimmt gar nicht unbedingt. Naja, doch, wir können das Is von Is You nicht bewegen. Wenn wir es hier hinschieben könnten, könnten wir. Mit Angst bringen. Okay, wir haben Doppelgeist. Was bringt uns Doppelgeist? Wir kommen nicht durch Leaf ist durch. So, warte mal. Ich glaube, die Idee ist folgendes. Wir schieben einen Geist auf Leaf, machen dann Ghost ist Teleport, teleportieren das Blatt irgendwo anders hin, sodass es aus dem Weg ist. Und dann holen wir uns das Herz. Klingt das nach einem Plan? Ich würde sagen, wir machen erstmal Ghost is Push. Dann schieben wir einen der Geister hier hin. Dann machen wir Ghost is Tele. Lösen das auch gleich wieder auf. Und jetzt Ghost is Push, aber ohne Tele. Ja, okay, das sieht nicht schlecht aus. Ah, okay, wir können das Herz nicht schieben. Das ist aber auch nicht so schlimm. Naja, erstmal ist es überhaupt nicht schlimm, weil wir das Herz ja beliebig nehmen können. Und jetzt bräuchten wir hier ein Love is Win. Jetzt schieben wir den Geist auf das Is. Aber es geht nicht. Warum geht das nicht? Warum können wir den Geist nicht auf Is schieben? Ah, weil Is hat immer Masse. Aber vorhin ging das. Warum können wir jetzt den Geist nicht auf Is schieben? Weil wir können ja Is auf Geist schieben, oder? Warum können wir dann Geist nicht auf Is schieben? Warte mal. Ghost is Push, Leaf is Defeat. Kriegen wir jetzt erstmal den Geist und das... Ja, okay, die kriegen wir befreit. Oh. Ah, das Tele brauchen wir wahrscheinlich noch. Ja, das war jetzt nicht so optimal. So, wie bewegen wir jetzt das Is? Wir müssen das Is irgendwie hier runterkriegen. Aber wie? Wir kriegen ja einen der Geister ohne weiteres auf diese Position. Aber wie kriegen wir dann das Is auf den Geist? Oder das Geist auf den Is? Leaf is Defeat können wir so erstmal nicht... auflösen. Ghost is Push. Baba is You. Ah, wir können erstmal durch Go. Oh, ja, das ist klar.
Dadurch bewegen wir das. Kriegen wir ein Love is Push hin? Nee, das ist auch nicht nötig. Wir brauchen jetzt nur ein Is für hier unten. Woher kriegen wir das jetzt? Das ist, kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Weil dann ist ja Baba is you aufgelöst. Beziehungsweise generell X is you ist aufgelöst. Also muss es doch mit diesem Is hier gehen. Aber das können wir nicht bewegen. Ich verstehe auch gerade nicht, unter welchen Bedingungen man etwas auf ein Is schieben kann und wann nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Ich kann leider auch gerade nicht testen, ob wir ein Is auf den Geist schieben können, weil ich kann keinen Satz auflösen. Ah, hier, auf dieses, na gut, das werden sie jetzt nicht beide Is anders verwenden lassen. Oh, wenn wir das vielleicht... Nee. Warte mal. Wie bewegen wir das Is? Ghost is Tele. Ah, vielleicht müssen wir das Love und das Win woanders hin teleportieren. Ja, warte mal. Ghost is Push. Aber dann schieben wir den Geist in die Sack. Nee, das geht auch nicht. Geht auch nicht. Ja, weil wahrscheinlich solange ein Gegenstand Push als Eigenschaft hat, kann man mit ihm Dinge schieben, aber nicht auf andere Dinge schieben. Aber manchmal geht das doch. Also, Wörter kann man ja immer schieben und die Wörter kann man auch auf andere Sachen draufschieben. Also, ich kann jetzt das Tele auf den Geist schieben. Aber ich kann nicht, wenn der Geist ist und wenn der ist Push hat, kann ich das wahrscheinlich nicht mehr tun. Genau, ja, okay. Das heißt, ich kann Wörter auf Dinge schieben, solange sie keinen Push haben, aber ich kann Dinge mit Push nie auf Wörter schieben, weil die sonst wegschieben. Also was, aber wie kann ich das Is bewegen? Das ist die große, große Frage. Wie kann dieses Is bewegt werden? Eigentlich ja gar nicht, ne? Weil das ist Baba is you muss immer aufrechterhalten werden. Dann versuchen wir es umzudrehen. Wie können wir Love und Win auf einen Teleporter bewegen? Auch gar nicht, weil wir es nicht bewegen können. Und wir haben auch keinen Move, mit dem wir Dinge bewegen könnten, ohne dass es ein Push ist. Aber wir können auf jeden Fall das Blatt bewegen. Aber solange wir die Gewinnbedingungen nicht erbringen können, ist es relativ egal, was wir sonst noch machen. Aber können wir nicht... Nee, wir können nicht auf das Love drauf. Das ist schwierig. Das ist die einzige Interaktion, die mir jetzt gerade einfällt, die Sinn ergibt. Aber was genau damit erreicht sein soll? Ich lern's nicht. Warte. Welche Sätze sind hier alle möglich?
Baba is you. Nichts anderes kann Baba sein. Na, doch, vielleicht schon. Wir können ja Ghost is you machen, dann haben, können wir Baba bewegen. Aber Baba is Tele ergibt keinen Sinn. Baba is Win könnte einen Sinn ergeben, aber ist gerade auch nicht klar. Und jetzt haben wir halt einen Geist verloren, ne? Das ist jetzt ein harter, harter Schlag. Leaf is push. Oh, yeah, yes. Okay, jetzt ist echt, es ist echt haarig, Freunde. Ich raff's nicht, wie ich die Gewinnbedingungen hinkriege. Wie kann ich Wörter bewegen mit diesem is? Wie kriege ich das hin? Weil das einzige is, das ich schieben kann, ist ja das hier in der Mitte. Dafür muss ja Ghost is Tele und Baba is you gelten. Unmöglich können wir das is wegschieben. Nicht nur, dass uns die Richtung fehlt, sondern wir würden auch schlagartig verlieren, wenn wir es machen würden. Neve is defeat. Kriegen wir den Geist irgendwie auf ein Wort? Ja, wir müssen das Wort schieben, ne? Das ist klar. Wir müssen das Wort schieben. Alter, ich verstehe wirklich hier die Grundlagen gar nicht gerade. Ich verstehe nicht, wie wir. Naja, also wie können wir Begriffe teleportieren? Indem wir einen Begriff auf einen Geist legen, dann können wir Begriffe teleportieren. Wir müssen den Begriff aber zum Geist bringen. Der Geist kann nicht zum Begriff kommen. Und die meisten Begriffe können wir leider nicht bewegen. Wir können Ghost bewegen. Okay, Leute, ich glaube, es ist eine Zeit für einen Tipp. Wir haben nicht mehr so mega viel Zeit. Meine Bitte an den Chat, ich suche einen Tipp, der das Rätsel nicht einfach löst, aber mir einen guten Tipp in die richtige Richtung gibt. Weil irgendwie, glaube ich, habe ich da Grundlagen zur Gewinnbedingung noch nicht ganz verstanden. Also, falls ihr mir hier weiterhelfen könnt, ein kleiner Tipp. Ich würde mich freuen. Was sagt der Chat? Du kannst die Feed auf den Geist schieben. Ja, das stimmt. Ich kann die Feed auf den Geist schieben. Tini ist defeat. Geist teleportiert ist. Okay, aber wie? Wie soll der Geist ist teleportieren? Okay, wir haben zumindest, wir können jetzt den... Wir können Leaf auf die Feed schieben, das ist richtig. Nee, geht auch nicht. Ah nee, dafür müssen wir das auflösen. Okay, wir haben das zumindest die Feed mal neutralisiert. Das ist doch schon ganz cool. Jetzt kriegen wir halt den Geist hier nicht mehr aus der Ecke raus. Ja, wie bewegen wir das ist denn? Ah ja, doch, klar. Solange Ghost nicht push ist, können wir Sachen auf ihn bewegen. Ja. Nice. Oh, okay, da bin ich nicht drauf gekommen, dass ich Defeat auf den Geist schieben kann. Mega gut. Ah, ich bin oft zu, oh, ich denke mir, oh, die liegen am Rand, also kann man damit nichts machen. Nee, aber man kann, das ging schon.
Danke. Danke für den Tipp. Was kann. Okay. 10 Minuten. Niemand erwartet, dass ich das in 10 Minuten schaffe, den Level. Das ist Level 6, okay? Erwartet niemand. Ist es ein Zoom-Level? Ach du Scheiße. Baba is you, Hedge is stop. Ups. Flag is melt, water is nichts, brick is hot, flag is defeat and pull, win, box is pull. Box is pull. Brick is hot, flag is melt. Wir haben hier noch keine Gewinnbedingungen. Okay, ich glaube, das ist ein Pull-Level. So, okay, naheliegend, wir drücken den einfach einmal rein. Dann wird aber Brick zu Defeat. Und Flag wird aber zu Win. Und zu Pull. Wir können dann die Flagge ziehen. Ah, und das ist auch noch ein bisschen Wasser hier. Okay. Ah, ich habe die Flagge gerade gezogen. Ah, Flag is Pull. Flag ist immer Pull. Okay, verstehe. Aber das können wir auflösen. Flag muss nicht immer Pull sein. Sterben wir wegen Wasser. Okay. Box is Pull. Aber interessant, dass wir beide Boxen ziehen können. Können wir denn damit auch die Flagge ziehen? Ja, das geht. Aha, okay. Pull zieht also immer alle hinter einem hinter einem her, die is Pull haben. Okay, also wenn wir jetzt... Wir können das nicht reinschreiben. Weil Brick dann Defeat ist. Brick is hot. Flag is defeat and pull. Flag is win and pull. Ups. Also reinschieben geht erstmal nicht. Rausziehen geht aber auch erstmal nicht. Flag is melt ist unveränderlich. Also entweder geht die Flagge bei Wasser kaputt oder bei Brick kaputt. Eins von beiden muss es sein. Water is hot oder Brick is hot. Bei Water is hot geht sie direkt kaputt. Bei Brick is hot geht sie kaputt, wenn wir sie bewegen wollen. Und wir können auch nicht direkt drauf stehen bleiben, weil wir sonst selber sterben durch Water is... Der Water ist doch momentan gar nichts, oder? Ah, okay. Dadurch, dass Flag is Pull... Wenn wir Flag is Pull auflösen, können wir uns auf die Flagge stellen. Ach, Flag is Defeat steht hier noch. Okay. Oh, das sind echt viele Begriffe hier. Flag is Defeat and Pull. Also, Flag is win, wenn wir eins reinschieben. Water is hot. Brick is defeat. Können wir denn mit diesen Kisten auch Worte ziehen, ist die Frage. Also, wir probieren das mal. Oh Gott, jetzt sind wir... Nein! Nein! Wie können wir das testen, ob wir hinter den Kisten auch Wörter herziehen können? Warte mal. Können wir sogar das da oben verändern? Nee, ne? Warte mal, wie ist denn die Grundposition dieser Kisten eigentlich? Oh Gott, das hat Pull. Ich
Ja, okay, das ist ein Pull-Level, Freunde. Box ist Pull. Ich sehe gerade aber keine gute Situation, wie wir testen können, ob die Boxen auch Wörter bewegen können, weil wir sie nicht an die ganz linkste Seite bekommen. Das geht leider nicht. Es sei denn, wir sperren uns hier selber ein. Wir können Boxen nicht schieben und Boxes Pull ist unauflösbar. Flag is melt. Water is hot. Was ist denn, wenn wir eine Box, wenn wir einfach eine lange Boxschlange machen und dann die ziehen? Brick, jetzt haben wir Brick is defeat. Jetzt müssen wir das aus Brick rausziehen. Ja, ja! Na! Ah, Flag ist Pull! Auflösen! Nein! Nein! Stopp! Nein! Ich steck fest! Nein! Steck fest! Nein! Runter! Links. Nein! Hau ab! Okay, warte, warte, warte. Stopp, 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 stopp. Wir müssen nicht weg. Diese Scheißkisten machen mir Angst. Nein! Weg! Stopp. Haut ihr mal ab jetzt! Hoch? Okay. Yes! Yes! Pull-Level, Alter! Pull und Tele sind meine Begriffe. Mega gut. Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Okay, wir gucken uns den nächsten Level an. Los geht's. Niemand erwartet ernsthaft, dass ich den in 5 Minuten schaffe. Freunde, niemand. Oh Gott, alles klar, Freunde. Baba is Baba and you. Okay, alles klar. Das ist der zweite Teil dieses Spiels. Is win ist noch nicht klar. Okay, die Flagge wird gerade mitbewegt mit mir. Alles klar, gut. Flag is auch you. Okay. Skull is defeat. Pilze, Ghost is Ghost and Weak. Flag. Hedges stop. Okay, alles klar. So, okay. Also die grenzt unseren Bewegungsspielraum schon mal stark ein, weil wir können nicht weitergehen als bis hier, weil sonst... Ja gut, dass die Flagge zerstört, das ist ja erstmal gar nicht so schrecklich, oder? Aber wir... Können wir nicht einfach Ghost is Win machen? Ah, Ghost is weak. Okay. Mhm. Clever. Ghost is weak. So. Ghost is pull is move. Okay, das heißt, wir müssen mit dem Geist uns bewegen. Ghost is pull. Dann müssen wir ihn erstmal in die Richtung ziehen. Dann Ghost is move. Los, Geist! Tu es! Du schaffst es! Du schaffst es, Geist! Komm einmal noch jetzt! Du schaffst es! Ja, wird doch! Ja, okay, alles klar. Ja, Geist ist schon mal ein guter Kollege. Der Geist kann uns schieben! Warte mal, wenn der Geist mich schiebt, bewegt sich die Flagge dann auch? Okay, unabhängig davon. Ach, scheiß Geist ist ja weak. Okay, der Geist kann es nicht schieben. Was soll der Geist denn hier überhaupt machen? Flag. Ah, die Flagge kann man hier rausholen. Also, wir müssen den Geist fernsteuern und mit dem Geist... das Wort Flag holen, ohne dass wir uns selber zu weit bewegen.
Oder wie soll das denn gehen, ey? Der Geist bewegt sich ja immer nur in die Richtung, in die er schaut. Ah, das war übrigens saudumm, dass ich hier ganz zur Seite gelaufen bin. Okay, stopp, nochmal neu. Was kann der Geist für uns machen, effektiv? Der Geist kann rüberlaufen. Und ich kann ja nicht Baba is Ghost machen, ne? Weil Baba ist Baba, dadurch ist jede Manipulation mit Baba verboten. Das geht nicht, ne? Das ist klar. Nur dass ich jetzt keine ganz dummen Fehler mache. Und Ghost kann eh nicht verändert werden. Ghost ist Ghost. Also, wir müssen mit dem Geist ist Pull. Also wir können den Geist schon mal ohne Probleme rüberschicken, aber wie geht's dann weiter? So, jetzt könnten wir Ghost is Move auflösen. Aber was hilft das? Ghost is Pull. Jetzt müsste ich die Richtung ändern von dem Geist, aber das geht ja nicht, weil die Richtung kann ich nur vor Ort ändern. Gibt es für mich eine Möglichkeit, weiterzulaufen, als es mir diese Flaggenkonstruktion erlaubt? Ich kann mich hoch und runter bewegen, so viel ich will. Ich kann mich hier bewegen. Wenn ich jetzt hier einen Schritt zur Seite mache, verliere ich eine Reichweite nach rechts. Das will ich ja gar nicht. Also das ist dumm. Also darf ich nur bis hier bleiben. Aber hier in dem Bereich kann ich mich bewegen. Also ich kann ihn... wo ist Pull? Warte mal, aber heißt Weak auch, dass man keine Wörter schieben kann? Weil angenommen, ich mache jetzt mal Ghost is... Warte mal, Ghost is Pull. Oh, Ghost is Pull. Adamol. So. Nee. So. Ah, okay, der schiebt es den Satz. Okay, Weak heißt also, dass man nicht auch Sachen schieben kann. Ja. Aber was genau bringt das jetzt? Er hat alles dabei, was er braucht. Ja, er hat seine Freiheit offiziell erreicht. Ich kann ihn nicht mehr davon abhalten, sich zu bewegen. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr, oder? Ja, wir haben keine Zeit mehr. Aber ich glaube, naja, also ich meine, harter Level, aber ich finde, wir haben heute einiges geschafft, oder, Freunde? Level 7 und dann noch eins in der anderen Welt, also 6 Level, 7 Level haben wir heute geschafft, das ist mega gut. Das ist mega gut. Also muss ich mich auch mal selber loben, ich glaube, heute lief's gut. Wir hingen einmal an diesem Teleporterstein, aber ansonsten bin ich guter Dinge. Wir ballern hier durch und das mit dem Geist kriege ich hin, das kriege ich hin. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Redaktionsupdate. Das kommt auch jetzt, oder? Hallo Home Office, oder? Falls die Regie noch am Start ist, könnt ihr da gerne dranbleiben. Es wird auf jeden Fall grandios. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit Baba is You. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen mit dem Geist. Und ich wünsche euch bis dahin ganz, ganz viel Spaß.
haut rein und ja, jetzt ganz viel Spaß mit Hello Homeoffice, mit dem Reaktionsupdate. Bis gleich, bis später. Wir sehen uns heute Abend noch um 20.30 Uhr zum Ocean's 11 Audio Flick mit Schröck, Eddie, Mara und mir. Das wird fantastisch. Schaut uns, wir schauen uns gemeinsam Ocean's 11 an. Ihr könnt mitmachen. Haut rein, bis dann. Ciao.